Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, ihr Musiker. Wir haben heute Palmsonntag und in Johannes Kapitel 12, da lesen wir Vers 13, wie Jesus in die Stadt Jerusalem hineinzieht, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei dir, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Die Leute damals haben erkannt, der König Israel ist gekommen. Sie haben ihm zugejubelt mit Freude. Ihre Erlöser, ihre Messias, der nationale Erlöser Israels. Und genau eine Woche später, genau in diese Stadt, wo sie gepriesen haben, Hosanna, wird Jesus gekreuzigt. Wir dürfen mit Recht diese Frage stellen, ja, was ist jetzt da? Wo sind all die, die gepriesen haben? Vielleicht hatten die Angst gehabt. Ja, was denken die Priester über uns? Vielleicht hat sich die ganze Stimmung sich verändert. Aber im Großen und Ganzen, sie haben erkannt, aber es waren Emotionen, es waren Gefühle, wenn es darauf kam, zu seinem Glaube zu stehen, war alles vorbei. Eine Woche nach diesem Ereignis wird unser Herr gekreuzigt in Jerusalem, außerhalb die Mauern, in Golgatha. Und in Matthäus 27 lesen wir Vers 46, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Woche nach diesem Ereignis stirbt Jesus am Kreuz. Und dieser Moment dort am Kreuz war ein Moment, wo Jesus einsam und allein war. Er wurde von seinen Jüngern schon eine Nacht vorher verlassen. Keiner war da, um zu ihm zu stehen. Und in diesem Moment dort am Kreuz, wo er zur Sünde wurde, um deine und meine Wille, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld, er nahm in diesem Moment unsere Schuld auf sich. Und wenn Jesus sagt, Eli, Eli, lema sabachthani, warum hast du mich verlassen? Versteht Jesus, was es in diesem Moment geschehen ist. Er ist allein. Und diese Botschaft des Kreuzes, Paulus sagt, ich suche nichts anderes zu verkündigen als die Korinther, nichts anderes suche ich unter euch als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und dieses Symbol vom Kreuz, dieses Symbol vom Tod unseres Herrn Jesus Christus, was heißt das für unser Leben? Was heißt das für dein Leben ganz persönlich? Wie schnell tragen wir ein Kreuz? Teilweise ist es sogar ein Modeschmuck. Und wenn jemand so ein Kreuz trägt, sollte man diese Frage stellen, was heißt dieses Kreuz für dich? Weißt du, was dort am Kreuz passiert ist? Weißt du, welchen Preis Jesus Christus für dich bezahlt hat? Ja, was heißt das für mich? Was heißt es für uns? Was heißt das für mich persönlich als eine wiedergeborene Christ? Was heißt das für uns als Gemeinde? Diese Botschaft, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist, verändert es unser Leben? Verändert es dein Leben? Ich weiß nicht, wie deine Bekehrung war. Ich weiß nicht, was in deiner Bekehrung geschehen ist. Ich weiß gar nicht, ob du dich wirklich bekehrt hast. Vielleicht war es mal eine emotionale Entscheid, die du in einer Evangelisation getroffen hast. Vielleicht war das eine Karte, die du mal unterschrieben hast. Vielleicht war es ein Gebet der Prediger vorne. Aber diese Botschaft vom Kreuz, hat es dich auch verändert? Und da kommen wir zu unserem Text aus Matthäus Kapitel 7. Und dieser Text ist sicherlich nicht einfach. Auch was dahinter steht, Vers 21 bis 23,
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn man das so liest, ist hart, nicht? Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch niemals erkannt. Ihr wart nie ein Teil von mir. Und diese Predigt, Matthäus 7 ist ja ein Teil von einer größeren Predigt, Matthäus 5, 6 und 7. Und es ist ja Jesus, der zu Juden redet. Und die Juden, die haben ja diese fromme Bild der Pharisäer oder der Schriftgelehrte gehabt. In Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit der Schriftgelehrte und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich denke, für die Juden war es ein Schock. Sie hören, was? Noch gerechter als die Schriftgelehrte? Noch frommer zu sein? Das geht doch gar nicht. Wir können gar nicht mehr gerechter sein als die. Äußerlich. Ja, äußerlich waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer sehr fromm. Sehr fromm. Sie nahmen das Gesetz in ihrem Verständnis sehr genau. Paulus sagt in Bezug auf die Pharisäer, sie sind Eiferer. Was war ihr Fehler? Jesus beginnt diese Predigt in Matthäus 5 mit Seligspreisungen. Und was haben diese Seligspreisungen uns als Gemeinde zu sagen? Er sagt, selig sind, glückselig die Armen im Geist. Was meint Jesus, wenn er sagt, Armen im Geist? Der Pharisäer, der Schriftgelehrte damals, er dachte, ich kann ja Gott was bringen. Ich bin ja gut genug und wenn ich diese und jene Gesetz einhalte, dann bin ich ja gut vor Gott. Aber jemand, wenn Jesus sagt, die Armen im Geist, das ist jemand, der vor Gott kommt und er nur eins sagen kann, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er sieht nur eins ein, seine geistliche Bankrott. Egal wie fromm ich bin, egal was für Gesetze ich erfülle, vor Gott kann ich nicht bestehen. Er ist heilig. Und mit solcher Einstellung sollten wir zu Gott kommen. Wenn jemand meint, nochmal, ich tue dies und jenes, ich gehe in die Gemeinde jeden Sonntag, ich gehe in die Kirche jeden Sonntag, ich spende regelmäßig, betet diese und jene Gebet regelmäßig. Und du bist zufrieden mit dir selber. Du verleugnest dich selber. Du stellst dich selber über Gott. Weil ein Mensch, der vor Gott kommt, muss erkennen, ich kann nicht vor Gott bestehen. Das nächste ist, die Trauernden. Ja, was meint Jesus, wenn er sagt, die Trauernden? Für was muss ich traurig sein? Ich habe mal eine Auslegung gelesen, der sagt, die Christen müssen einfach traurige Menschen sein. Ja, wir haben viel Grund, traurig zu sein, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit sehen. Wenn wir die Sünde dieser Welt sehen, die rund um uns ist. Sind wir traurig, wenn wir mit Sünde konfrontiert werden? Sind wir traurig, wenn Sünde in mein eigenes Leben hineinkommt? Bin ich gebrochen und sage, Gott, ich bin ein Sünder, ein verlorener Mensch, ich kann dich nichts bringen? Oder, und leider ist es so in der Gemeinde heutzutage, wir merken gar nicht mehr, was Sünde ist. Vielmals freuen wir uns sogar an Sünde. In dem, was man sieht, in dem, was miterleben,
In dem, was wir sagen? In dem, was wir mitmachen? Aber bist du traurig, wenn Sünde hineinkommt? Gott ist traurig. Sanftmütigen. Was ist ein Mensch, der sanftmütig ist? Aus Matthäus 5. Nicht ich im Vordergrund. Es ist ein demütiger Mensch. Er versteht nochmal, nein, nicht ich. Herr, es musst du sein. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer damals waren es nicht so. Sie fühlten sich gut in ihrer Position. Sie waren stolz in ihrer Position. Aber jemand, der vor Gott steht, versteht eins, nein, von mir aus nichts. Rein gar nichts, wer bin ich schon? Weiter lesen wir, Vers 5, nach der Gerechtigkeit Hunger und Dürsten. Warst du mal richtig durstig oder hungrig? Ich weiß, wenn wir ein Frühstück gehabt haben, sind wir um 12 Uhr hungrig. Hä? Was heißt wirklich hungrig? Hast du mal tagelang nichts mehr getrunken? Ich denke, die wenigsten von uns haben das je erlebt. Und wenn du mal in der Wüste bist und wirklich deine letzte Tropfe Wasser getrunken hast, und du merkst, wie deine ganze Gaume, alles wird trocken. Und du hast Durst. Wenn du endlich zum Quelle kommst, bist du erfrischt. Hast du so einen Hunger und einen Durst nach Gottes Gerechtigkeit? Das sind die Maßstäbe, wo Jesus das setzt. Solche sollen wir sein. Solche, die Hunger und Dürste nach Gerechtigkeit, nicht menschlicher Gerechtigkeit, Achtung, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Maßstab. Das nächste Punkt, Barmherzigen. Die Barmherzigkeit Gottes oder Friedfertigen, lesen wir den nächsten Vers. Göttlicher Friede. Und Christ ist eine, der nicht mit dem Schwert vorangeht, der in den Krieg hinauszieht. Nein, er hat ein Ziel, die Friede Gottes. Aber die Friede Gottes, nicht diese Friede, wo Menschen uns anbieten. Nicht das, was der Welt bietet. Es ist meistens egoistisch, meistens auf sich bedacht. Eine Friede ohne Gott wird keine Friede sein, schlussendlich. Und diese Juden damals, die diese Worte Jesus hörten, sie konnten schlussendlich nur eins sagen. Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Sie waren erstaunt, weil es so anders war. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Es war so anders. Es war so ganz anders. Von diesen Seligpreisungen können wir nur eins verstehen. Gott, ich kann nicht vor dir bestehen. Ich brauche mehr als das, was ich dir bringen kann. Du musst es für mich vollbringen. Du und du allein. Und in Matthäus Kapitel 7, diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, was sind das für Leute, welche Jesus da anspricht? Was sind das für Leute, wo es steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr? Und Vers 22, viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, sind das solche, die in der Welt leben, die gar nichts wissen von Jesus? Nein. Ich denke, Jesus spricht die Gemeinde da an. Die globale Gemeinde, die Kirche. Die Kirche als Institution. Die Kirche kommt im Namen Jesus. Sie sagen, Herr, Herr. Aber Herr, Herr, ja wie? Was meint die Kirche, die Gemeinde, wenn sie sagt, Herr, Herr?
Er spricht solche an, die in der Gemeinde sind, ja auch da in diesem Raum. Uns spricht er an. Sie sagen, Herr, Herr, sie bekennen sich zu glauben. Vielleicht haben sie sich mal taufen gelassen. Vielleicht als Kinder getauft wurde. Das hat mir mal ein Pfarrer Folgendes gesagt. Er hat mir gesagt, weißt du, wir taufen die Kinder hinein und wir konformieren sie heraus. Ja, es ist tragisch. Es wird nicht mehr Jesus gepredigt. Es wird nicht mehr Jesus. Es wird nicht mehr das Kreuz gepredigt. So viel anderes und nicht das, was verkündigen werden muss. Es wird nicht mehr Jesus Christus gelebt, sondern alles andere. Und die Leute aus Vers 21 sind ja Lippenbekenner. Herr, Herr. Und dann Vers 22, nicht nur Lippenbekenner. Wir lesen, viele werden an jenem Tag, also am Tag des Gerichts, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Also das waren Christen, ich nenne sie mal so, die etwas beweisen könnte. Sie konnte etwas bringen vor Gott. Sie haben was? Geweissagt. Dämonen ausgetrieben. Durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Nochmal Betonung. Sie tun es im Namen Jesus. Wer tut heute etwas im Namen Jesus? Das ist die Gemeinde, die Kirche, die sich Christen nennen. Und diese Leute, die konnten was beweisen. Und was sagt der Herr? Ich kenne euch nicht. Ich habe euch niemals gekannt. Es ist nicht so, dass sie mal ein Teil waren von Jesus. Nein, ich habe euch niemals gekannt. Egal, wie fromm ihr wart, egal, welche Entscheid ihr mal getroffen habt, egal, in welche Kirche ihr geht, egal, welche Feste ihr einhaltet, egal, welche Rituale ihr einhaltet, ich habe euch niemals erkannt. Sie waren dabei, sie waren aber nie ein Teil von Jesus Christus. Ich denke, das sehen wir auch in diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen. In Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, warten sie? Sie sind in Bereitschaft. Aber nur 5 waren wirklich gläubig. Nur 5 kamen hinein. Und die anderen 5, die waren wohl fromm dabei. Sie waren aber nicht ein Teil des Reich Gottes. Sie waren nie ein Teil von Jesus Christus. Ich habe euch niemals erkannt. Jesus beschreibt in dieser Predigt, das müssen wir verstehen, der Weg, welcher ein Christ geht, der Weg mit Jesus Christus ist nicht einfach. Denk bei uns im Westen, wir machen unseren Weg sehr einfach. Aber wir lesen in Matthäus Kapitel 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenig sind, die ihn finden. Also viele, die meisten gehen einen breiten Weg, da wo es gut aussieht. Und Jesus sagt ganz klar in der Schrift, der Weg mit Jesus ist nicht einfach. Mit ihm ist es einfach, aber wir werden Anfechtungen erleben. Wir werden durch Versuchungen hineinkommen. Die Gemeinde wird verfolgt werden. Das, was wir heute erleben, diese Freiheit, da am Sonntag, in diese Freiheit zu kommen und uns zu versammeln, das ist nicht das, was die meisten Christen erleben heute. Die meisten Christen prozentuell werden verfolgt.
Das, was wir heute im Westen haben, diese Freiheit, wir können Gott nur dankbar sein. Aber auf der anderen Seite, haben wir wirklich Freiheit? Oder sind wir, oder gibt es unter uns solche, die genau Matthäus Kapitel 7, 21 bis 23 unter uns sind? Sie sind wohl dabei. Aber der schmale Weg, Jesus sagt in Vers 14, und wenig sind, die ihn finden. Ein Mensch, der vor Gott kommt, muss suchen. Betrügen wir uns selber nicht. Gehst du auf einen schmalen Weg oder bist du auf diesem Weg, wo das Ich im Zentrum ist? Das ist so schnell passiert, sind wir doch ehrlich. Bist du auf einen religiösen Weg vielleicht? Nochmal, angehörig an eine Kirche, an eine Gemeinde. Denkst du, ich komme ja regelmäßig in der Zionshalle, ich bin Mitglied vom Mitternachtshof. Wenn ich Mitglied vom Mitternachtshof bin, dann bin ich ja erlöst. So geht das nicht. Nein, der Weg, welcher Jesus uns zeigt, ist ein schmaler Weg. Es ist ein Weg, der nur du und Jesus Platz haben. Jesus will dich nicht teilen mit irgendetwas und mit irgendjemand. Wenn du dich bekehrt hast, bist du der gebrochene Mensch aus Matthäus 5, der erkennt hat, ich kann Gott nichts bringen. Danke, Jesus, dass du mich erlöst hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und in 2. Korinther 13, Vers 5 lesen wir. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Prüft. Der Mensch, der Christ, der soll sich prüfen. Ist das, was ich glaube, ist das, was ich lebe, wirklich das, was Jesus Christus gemeint hat? Prüft, untersucht. Es hat zwei Seiten. Jesus warnt auf der einen Seite von falschen Propheten. Hütet euch. Vers 15 von Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten, die im Schafskleide zu euch kommen. Das sind solche, die sehr lieb kommen. Aber sie sind solche, die in die Gemeinde hineinkommen und etwas anderes verkündigen als Jesus Christus und Jesus allein. Und wenn Jesus in Matthäus 7, Vers 22 sagt, sie treiben Dämonen, sie tun Wunder. Leute, das ist genau das, was wir in unserer christlichen Welt heute treffen. Solche, die mit Wunder kommen. Sie kommen mit Wunder. Sie missbrauchen den Heiligen Geist, um sich selber zu präsentieren. Heiliger Geist, der versiegelt ja uns. Der gibt uns innere Sicherheit. Auf dann wird aber der Heilige Geist ganz anders ausgelegt. Du musst in Sprache reden. Und auf einmal muss eine ganze Gemeinde in Sprache anfangen zu reden. Ein riesiger Chaos entsteht dann. Und das ist genau dieser Punkt. Prüfe es biblisch. Und in der Bibel? Nein, kommt das nicht vor. Andere, sie treiben Dämonen aus. Sie heilen kranken Leute. Ihr müsst nur mal im Internet hineingehen. Gebt mal hinein. Diese Wunder in der christlichen Welt, es ist haarsträubend, was man da trifft. In einem Gottesdienst kamen all diese Pastoren hoch auf den Bühne und die fallen alle auf den Boden und zittern, weil der Heilige Geist in sie kommt. Das ist nichts anderes als Gotteslästerung. Gott offenbart sich nicht so in sein Wort. Aber sie kommen ja im Namen Jesus. Im Namen Jesus? Nein, prüfe es. Das ist nicht im Namen Jesus.
Es ist eine Verwirrung, der hineinkommt. Und Jesus wird einen Tag sagen, ich kenne euch nicht. Nochmals, sie kommen fromm. Sie kommen mit Schafskleider. Sie bringen Verwirrung. Auf der anderen Seite ist auch der Zuhörer. Vers 26 vom gleichen Kapitel. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Es ist nicht nur der Lehrer, sondern auch der zuhört. Jeder Christ hat Verantwortung. Du hast eine Verantwortung, was du hörst, wie du es prüfst. Aber ich kann mich erinnern, da gab es eine neue Bewegung. Erweckung in der christlichen Welt. Es war in Florida, da war so ein Prediger. Und von der ganzen Welt sind Christen dorthin gereist. Und er hat mit der Kraft des Heiligen Geistes Leute gesund gemacht. Und der eine hat er so fest in den Magen geschlagen, dass eine Woche später ist er gestorben. Und das im Namen Gottes. Aber das Traurige ist nicht nur der Lehrer, es sind die Leute, die einfach gehen. Da ist was Neues, mache ich auch mit. Da ist eine neue Welle im Christentum, das brauchen wir auch noch. Da ist ein neuer Musikstil, das wollen wir auch noch. Da gibt es ein neues Buch unter den Christen, das ist ein Bestseller, wollen wir auch. Nein, wir wollen nicht, wir wollen prüfen. Ist das, was kommt von Gott, ja oder nein? Wenn ich da vorne predige und ihr als Zuhörer, sagt nicht ja und Amen, prüft. Einen Tag, wenn wir vor Gott stehen, könnt ihr nicht sagen, aber der Prediger hat dies und jenes gesagt. Ja, der Prediger wird ein Urteil haben. Aber es ist egal, was der Prediger schlussendlich gesagt hat. Du stehst alleine vor Gott. Prüfe. Viele Zuhörer sind Verteidiger ihrer Domination. Ich verteidige meine Domination stärker, als ich Gottes Wort verteidige. Ich bin aus der Brüdergemeinde. Ich verteidige die Brüdergemeinde und ihre Gedanken gut. Ich bin aus Mitternachtshof. Mitternachtshof allein. Ich bin aus der Baptistenkirche. Da geht es nur um die Baptisten und alles andere ist falsch. Du musst nicht eine Domination verteidigen. Da. Das Wort Gottes und das Wort allein. Das ist das, was uns verändern sollte. Das ist das, was dein ganzes Leben verändern sollte. Und nichts anderes. Auch Gefühle. Manchmal redet man mit jungen und älteren Christen. Und dann hört man, ja, aber mein Gefühl sagt mir dies und jenes. Und dann zeigst du vielleicht, ja, aber das Wort Gottes sagt was anderes. Ja, aber mein Gefühl. Ja, dein Gefühl, der betrügt dich. Da, sei gehorsam zum Wort Gottes. Prüfe dich. Wir müssen uns prüfen. Deine Bekehrung. Nochmal zurück. Viele Jahre zurück oder vielleicht ein Jahr zurück. Hast du dich wirklich bekehrt? Hast du wirklich erkannt, was Jesus Christus für dich vollbracht hat? Und nicht nur erkannt. Hat Jesus Christus dein Leben verändert? Oder, das ist diese Tragödie, wo wir leider auch erleben. Du hast dich bekehrt und du bist sehr, alles ist wunderbar. Du fühlst dich so wohl in dein alter Leben. Es hat sich nichts verändert. Und wisst ihr, wer schuld ist? Ja, der Zuhörer ist schuld. Aber es ist die Gemeinde, die Kirche. Man vermittelt heute, Jesus liebt dich so, wie du bist. Liebt Jesus dich? Oh ja, er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er für dich starb. Er liebt dich über alles, darum ist er bereit gewesen, sein Leben zu opfern, damit du nicht so bleibst, wie du bist. Damit du sein Eigentum wirst. Damit er in seiner Liebe dich nehmen kann und dich umwandeln kann in sein Ebenbild. Jesus, gleich sein wie Jesus.
Jesus sagt, wir wollen uns prüfen, sondern wer den Wille meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein. Nur der wird in das Reich Gottes hineinkommen. Ja, Moment. Was verkündest du da vorne? Heißt das, ich muss Werke tun, um vor Gott gefallen? Wenn ich durch Werke meine Heil verdienen kann, dann war ich es. Ja, was meint Jesus da? In Jakobus 1, Jakobus Kapitel 1, da lesen wir, Jakobus hat tatsächlich sehr viel Parallele zu Matthäus 5, 6 und 7. Lesen wir Vers 8 bis 10. Entschuldigung, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in seinem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was sagt Jakobus? Jakobus sagt nicht, dass deine Werke dich erlösen werden, weil Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, Epheser 2, Vers 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, widerspricht jetzt Paulus Jakobus? Nein. Paulus erkennt ganz klar, auch in Römer Kapitel 3, kein Mensch kann vor Gott bestehen und wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen diese vollkommene Opfer Jesus Christus. Aber auf der anderen Seite, Jakobus sagt, du bist gläubig. Aber dein Leben zeigt ganz was anderes. Und da stellt sich diese eine Frage, bist du es wirklich? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Oder war es eine reine emotionale Entscheid? Ist es reine Tradition? Aber ein Kind Gottes, der hat Hunger zu Gottes Wille. Hast du Hunger zu Gottes Wille? Bist du Hunger und durstig nach seiner Gerechtigkeit? Das ist das, was er will für mein Leben. Und ich habe da ein paar Punkte, dass wir uns prüfen können. Und das sagt er ja, prüft. In 2. Korinther 13, Vers 5. Lass uns 1. Johannes Kapitel 1 öffnen. Erst Johannes Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht der Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Dieser Punkt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Finsternis, an was hast du Freude? An Gemeinschaft mit Jesus oder an Gemeinschaft mit der Finsternis? Mit das, was der Welt dir bietet? Wie sieht dein Leben aus? Ich kann nicht an das Freude haben, wenn ich ein Kind Gottes bin, was der Welt Freude hat. Ja, heißt das, ich darf keinen Sport machen? Nein, es geht nicht um das. Du darfst Freude haben im Leben und sogar sehr viel, weil du bist ein freier Mensch, du bist nicht mehr ein Knecht der Sünde, wenn du ein Kind Gottes bist.
aber Gemeinschaft mit der Finsternis? Nein. Gemeinschaft mit etwas, was nicht Jesus Christus meint? Nein. Und sind wir doch ehrlich, wie schnell fallen wir da hinein? Wie schnell haben wir Freude am Finsternis? Und wir vergessen das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Denke nur an Musik. Ich weiß nicht, welcher Musikstil ihr alle hört. Ich denke, da hat es wahrscheinlich sehr viele Musikstile. Die Jungen hören ein bisschen anders als die Älteren und so weiter. Und es ist mir eigentlich auch egal, welcher Musikstil. Um was geht es da? Was wird durch diese Musik, die du hörst, vermittelt? Dieser Text, ich bin teilweise schockiert. Da kommen die Kinder nach Hause aus der Schule mit Liedern. Meistens in Englisch, sie verstehen es nicht. Aber sie hören Musik, welche nichts anderes ist als Gotteslästerung pur. Sie hören Musik, der ihnen weitergegeben wird von Freunden und Kollegen, welcher Ehebruch, Unzucht, hochjubeln. Und wir singen noch darüber. Wollen wir ein Teil davon sein? Nein. Genau da, um das geht es. Prüfe. Erkenne, für was Jesus Christus und warum er gestorben ist. Weiter in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Ein Christ ist einer, der erkennt, ich bin ein Sünder. In diesem Raum gibt es keinen, der perfekt ist, auch nicht einer. Wir sind alle Sünder. Und das macht uns genauso demütig. Das bringt uns immer näher zu Gott. Ich brauche dich, Herr Jesus Christus. 1. Johannes 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Was ist das einer, der die Gebote Gottes halten will? Es ist einer, in dem jeder Bereich seines Lebens er diese Frage stellt, Christus, was willst du? Ist das, was ich mache, zu deiner Verherrlichung? Ist das, was ich lebe, tue, arbeite, zu deiner Ehre? Ist das, oder ist so, wie ich denke über dich? Ist es biblisch? Ja oder nein? Also, Vers ist sehr klar. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ein Christ will und ist hungrig nach Gottes Wille, nach Gemeinschaft mit Gott. Das passiert durch Gebet. Wann haben wir letztes Mal gebetet? Herr, was willst du? Ist das, was ich mache, gehe? Ist es deine Wille? Vielleicht willst du viel mehr für mein Leben. Und ich bin einfach bequem. Prüfe dich. 1. Johannes 2, Vers 6 lesen wir. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Was? Wir sollen so wandeln, wie Jesus gewandelt hat. Was heißt das? Jesus hat der Wille seines Vaters vollbracht. Und genau das ist unsere Aufgabe. Gottes Wille ganz bewusst zu leben. Der Grund, warum er für mich am Kreuz gestorben ist. War Jesus reich, wo er auf Erde war? Nein, er war arm. Ging es Jesus um irdische Sachen? Nicht einmal. Es ging nur um eins. Das Reich Gottes. Und so soll unser Leben sein. Unsere ganze Motivation, alles, was wir machen, in unserer Familie, Gemeindeleben, Arbeitswelt, hat schlussendlich eins Ziel. Das Reich
Gottes. Du kannst keinen Bereich deines Lebens trennen von Gott. Wenn du etwas trennen willst, frag dir diese eine Frage: Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ich weiß, das tönt hart. Aber wenn Jesus keinen Platz hat in diesem Bereich deines Lebens, bin ich ein Kind Gottes? Das hat mir mal ein Geschäftsmann gesagt: Ja, weißt du, im Geschäftsfeld musst du Gott manchmal ein bisschen auf Seite stellen. Das ist problematisch, diese Aussage. Nein, jeder Bereich deines Lebens ist voll mit Gott. Auch wenn es Verlust heißt in dieser Welt. Verlust in dieser Welt wird eine Belohnung im Himmel geben. Unsere Zeit auf Erde ist zu kurz, dass wir es verschwenden auf weltliche Sachen. Gott will mehr. Er will mehr. Prüfe dich. Noch ein Punkt. 1. Johannes 2, 9 bis 10. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts anstößig ist in ihm. Priorität im christlichen Leben sind unsere Geschwister im Glauben. Ich weiß nicht, was die mehr Sorge macht. Christen, die wegen ihrer Glaube verfolgt werden, getötet werden, seit Jahrzehnten in dem Gefängnis sitzen. Oder der Beule, wo du gestern Abend an dein Auto bekommen hast. Sind wir einfach ehrlich. Was würde dich mehr stressen? Wahrscheinlich diese Beule. Nein, Gott will, dass wir unsere ganze Welt anders, dass wir ganz anders denken, dass wir Christusgemäß denken. So wandern wie er. Das Irdische, das vergeht. Aber unsere Brüder und Schwestern im Glauben, Jesus sagt, wer einer dieser Kleinen ein Glas Wasser gibt, der wird ein Segen bekommen. Ja, wer ist das, diese Kleinen? Das sind Geschwister im Glauben. Bist du besorgt für die Missionare, die unterwegs sind? Ist es dir wichtig, dass es ihnen gut geht? Betest du für sie? Tragst du diese gläubigen Geschwister in Gebet? Oder ist es einfach so, ich bin halt dabei, ich gebe meine Zehntel und ja, und die sollen machen und tun, was sie wollen damit? Oder ist es mein Lebensanliegen? Wie geht es meinen Geschwistern im Glauben? Was ist mir wichtiger? Vers 15 vom gleichen Kapitel. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn jemand die Welt liebt, Gemeinde, es ist teilweise schockierend zu sehen, was heute im Christentum alles hineinkommt. Es ist schockierend zu sehen, wie wir Christen probieren, Christus zu leben, so wie die Welt es erwartet. Es werden ganze neue Gemeindekonzepte aufgestellt. Man denkt, man ist in irgendeiner Bar, da wird Alkohol ausgeschenkt, Musik und Jesus ist auch noch dabei. Ja, das will Jesus. Ja, wo ist der enge Weg? Jesus ist darum gestorben und du bringst das in die Gemeinde? Andere, das habt ihr sicher auch mitbekommen aus den Medien, Gottesdienst mit Schlangen. Was soll das? Und jetzt gibt es einen ganz neuen Trend, Boxring in der Gemeinde. Ja, wir lachen. Aber wenn man dieses Zeugnis hören von diesen Leuten, es ist eine Tragödie. Junge Pastoren, letztens auch eine Predigt gehört, die Predigt war eigentlich gut, aber dann hat er gesagt, weißt du, ich bin überzeugt, wenn Jesus heute auf der Welt kommt, er wird sich voll tätowieren. Ja, aber das hören die jungen Leute und denken, aha, wenn der Pastor das sagt und Jesus es auch machen würde, wunderbar, morgen gibt es ein neues Tattoo. Dieser Pastor hat ein ganz falsches Verständnis, warum Jesus gestorben ist. Ein total falsches Verständnis. Und er vermittelt es weiter.
Wir müssen aufwachen. Wir müssen Christen sein, die Freude haben an Jesus, die voller sind mit Jesus. Und die Leute sollen uns Fanatiker nennen, wenn es um Jesus geht. Wunderbar. Wenn es so ist, dann machst du wahrscheinlich was richtig, wenn sie dir Fanatiker nennen. Lebe Jesus. Sei voll mit Jesus. Und lass kein Bereich deiner Leben leer bleiben. Alles soll voll sein mit Jesus. Vergiss eins nicht. Lass uns nie vergessen, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. In einer Woche haben wir Ostern, der letzte Pesach von Jesus auf Erde. Er ist gestorben, damit wir leben können. Lebst du, Jesus? Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass du zu uns redest. Aber Herr, wenn wir diesen Text aus Matthäus 7 jetzt gemeinsam durchgenommen haben und wir sehen, wie ernst du es meinst. Wir sehen dieses Leben in der Gemeinde und du warnst uns. Ihr müsst nicht fromm sein. Seid voll von mir. Seid verändert. Seid demütig. Herr, in einer Woche haben wir Ostern. Und du bist gekommen, Herr Jesus, um zu sterben. Ja, Vater, aber du hast deinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit wir deine Kinder sein werden können. Herr, wir können nur staunen über dein Erlösungswerk. Und Herr, vergib uns. Vergib mir. Vergib uns als Gemeinde. Und du kennst jede einzelne Mitglied dieser Gemeinde, jede einzelne, der in diesem Raum ist. Herr, vergib, wenn wir nicht voll waren von dir. Wenn wir nicht begeistert waren von dir, sondern dem Teufel, der Welt Raum gegeben haben. Wo wir uns gefüllt haben mit anderer Sache als das, was du von uns willst, oh Herr. Du willst uns verändern. Du bist gestorben, damit wir dein Eigentum werden. Und lerne uns so zu leben als dein Eigentum. Verändert durch und durch jeden Bereich unseres Lebens, Herr. Nochmal, Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass wir dein Kinder sein dürfen. Und Herr, wenn jemand in diesem Raum ist, der dich noch nicht kennt, geh du ihm nah. Geh du ihm nahe, dass er nicht ruhig wird, dass er merkt, er braucht dich. Er braucht dich als Erlöser, ja zu dir und nein zur Welt. Zerbrochen vor dir soll er kommen und erkennen, wie groß dein Erlösungswerk ist. Und lass ihm dein Kind werden, dass er deine Gnade erfährt und Buße tut, Herr. Und Herr, wo es Erneuerung braucht, schenk du Erneuerung. Dass wir nach Hause gehen, erneuert, gestärkt und voll von dir. Danke, Herr, dass du wirkst, dass du gegenwärtig bist in diesem Moment. Amen.